Willkommen zurück zu Kingdom Hearts Dream Drop Distance. So, wir sind immer noch mit Rico unterwegs und sind jetzt... Wo genau? Bei der Windmühle. Warum auch immer. Und da holen wir uns jetzt noch kurz die Schätze, die hier rumliegen. Ein Wasserfass. Moment, wir haben ja letzte Folge auch noch irgendwie die Schallgrätsche bekommen. Jetzt habe ich irgendwas anderes weggemacht. Glaube ich. Oder auch nicht? Keine Ahnung. Noch ein paar. Noch ein paar ist gut. Es werden immer mehr. So, Feuerklinge. Autsch. So, bam. Hui. Ach, ich mag diese verschiedenen Angriffsstile. Sehr nice. Toll. Kiste. Gleitsichel. Mit diesem Kommando kannst du vor mit vier ausgerüsteten Gleitkommandos in einen Komboangriff übergehen. Drücke X beim Gleiten. Gleithaken und Gleitsichel müssen unter einem Gleitkommando angelegt werden. Moment, erstmal hole ich das noch. Ach, okay. Hui. Kommandos. Wer ist denn die Luftgrätsche? Ja, Gleitsichel. Hui. Nicht schlecht. So, dann mal wieder. Wo müssen wir mit dem Folge Frollo und dem Albtraum zum Platz? Wie triff ich nichts? Ah, okay. Au. So, komm her, du. Ach, die sind auch noch böse. Autsch. Kiste. Ein Schildkeks. So, dann mal zurück zur Stadt. So, kann ich die jetzt eigentlich hier vollkommen erkunden? Sieht wohl so aus. Ich gehe mal nach ganz oben, um einen Überblick zu haben, der mir nicht vergönnt wird. Oh Gott. So, Rico hat ein Level up. So, Kreiswurf. Au, au! Was zur Hölle? Na, schade.
Gut, hier komme ich immer noch nicht weiter. So, was haben wir denn hier? Besiege alle Gegner innerhalb von 20 Sekunden. So, geschafft. So, Bonuserfolg und dafür gibt es einen Königskuchen und Neokatzenrezept. Eine Liste der Materialien, die zum Erschaffen einer Neokatze benötigt werden. Schön. Okay, der Sturz wird gleich eingeleitet. Dann geht's wieder weiter mit beim Sora. Wobei ich sagen muss, ich spiele hier mit Rico irgendwie lieber, weil der kämpft irgendwie so eine. Der hat so eine flüssige Art zu kämpfen, irgendwie so. Ja, schwierig zu beschreiben. Der kämpft nicht so abgehackt wie Sora. Hopp. Das war falsch. So, alle herkommen. Da. Oh Gott. Katze. So, na. Komm schon. Nein. So, jetzt noch. Schade, das war's dann schon wieder. So, stürzt den Verantwortlichen mal lief oder pushen. So. Gut, es geht gleich direkt weiter im Kampf. Kann ich das hier mitnehmen? Freundschaftsportal, leih dir. Oh ja, klar. Gerne. Ragnarök. Aha. Saugsturz. Funkra. Na toll. Okay. Ah, okay, ich habe die zwei Geister mit dabei. Da kann ich also nichts machen im Menü. So, Purzelbaum. Und einen Ballon. Ah, sehr schön. Jetzt erstmal Geister. Kann ich da ein neues erschaffen? HP-Höchstwert erhöht. Ah ja. La 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 la. Nö, kann ich nicht. Ja. Fertigkeitslink, der ist ja bei jedem, glaube ich, eigen. Oder? Nee. Giftsturz.
Charmeur. Oh, es sieht so aus, als wäre die Giftechse fertig. So, und unser Yagi-Bock bekommt jetzt erstmal Feuer. Und Medica. So, und dann Feuerfest. Und Fesselblocken. Und mehr geht gerade nicht. Und hier öffnen sich bei 5 Link-Verbindungen. Combo Plus. Oh, den Zottellöwen müssen wir dann auf jeden Fall noch in der Gruppe haben. Und da die Giftechse fertig ist, tauschen wir sie aus mit, ich glaube, mit der Wundermieze. So. Dann da frisst man ein bisschen was. Ah. So. Die Stimmung von Zottellöwe ist jetzt Eierkopf. Und da frisst ein Kuchen. Und noch ein Eis. Frisst es. Komm schon, Yagi-Bock. Oh, nee, die Wundermieze ist hungrig. Alter, was geht mit der Mieze ab? Nicht der Mieze. Mit dem Ding? Jetzt ist es ein Flummi. Mhm. Ein Kraftpaket. Kluges Köpfchen. Warte, deine Stimmung will ich auch noch verändern. Ah, Anführer, was auch immer das ist. Ah, warte mal. L1, Hilfe. Stürzenstrahlen. Toll. Haben die jetzt Punkte bekommen? Ja gut, bei ihm bringt es nichts. Na gut, der hat 40 Punkte. Da können wir... ja, immerhin Feuerfest beibringen. Die Stimmung des Geistes hat sich zu Kluges Köpfchen verändert, eine neue Route hat sich aufgetan. Oh nein, man muss die, oh Gott, man muss die wirklich auch noch streicheln, um weiterzukommen, das ist doch unglaublich. Ja, ich sehe schon, ich werde dieses Streicheln wahrscheinlich sehr oft offscreen machen, um nicht 5 Stunden lang hier im Spiel irgendwelche Viecher zu streicheln. So, Schallgerätsche und Gleitsichel geht nur bei Riku, okay. Kann ich das irgendwie... nee, kann ich nicht irgendwo anlegen. So, was haben wir denn noch für Fähigkeiten? Giftsturz? Okay, ist schon mal besser als Schwertwurf.
Funkerer, nehmen wir den Kreiselwurf. Und für Feuerer nehmen wir... Ich glaube, wir lassen Feuerer einfach mal Feuerer sein. Was gibt's da schon wieder Neues? So, gut, neu ist weg. Andenken. Achso. Aktionskommandos. Achso, Luftgrätsche und Gleitsichel. Okay. Gut, wir müssen da rechts oben. Ich will aber erst noch unten. Also hier hin. Oh, schon alles tot. Okay. Toll. Da. Konfetti! Edle Einbildung. Okay, da geht es nicht weiter. So, dann hier entlang. Das kann er hier nur Sora machen. So, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Suche Esmeralda im Hof der Wunder. Das ist dann anscheinend der Hof der Wunder. Speicherpunkt. Zack. Friedhofstor. Ach, der Hof der Wunder ist am Friedhof. Ah ja. Hallo. Ach, ich finde es schön. Ich habe das Spiel damals auf den 3DS gespielt und ich kann mich irgendwie so gut wie fast gar nicht mehr daran erinnern. So erlebe ich das Spiel nochmal komplett neu. Ja, fast komplett neu. So. Eine Potion. Viele Viecher. Hammerwurf. Ja, warum nicht? So, der Hof der Wunder. Ah, eine Kiste. Eine Eistraumtüte. Ach, da geht's dann anscheinend rein. Finde den geheimen Durchgang. Ah. Ja. Hey, ja. Ganz viel Schädel. Sieht aus wie eine Tapete. Jojo. Kiste! Deine Geister scheinen etwas bemerkt zu haben. Ach. Okay, ich bin ja anscheinend schon richtig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Deswegen gehen wir einfach mal da entlang. Oh mein Gott. Was bist du denn? Das Gas lässt sich schneller fallen. Zerstöre die Fallen und zerstöre es. Ah, okay, ich verstehe. Hey,
So, was haben wir hier? Ich darf wieder Leute mitnehmen. Ragnarok. Diesmal gegen mehr Gegner. Hui. Praktisch. Ja, ja, ja. Back off. Oh, eine Kiste. Yes. Schlafra. So, Saugsturz. Und Kreiswurf. Ja. Oh Gott, da gibt es ja anscheinend mehr Durchgänge als erwartet. Ist hier wie ein Labyrinth. So. Oh Gott, da oben geht es auch noch weiter. Ah, okay. Bin ich wieder hier. Okay, die Karte ist teilweise ein bisschen beschissen. Oh. Was haben wir denn hier Schönes? Ein kleiner geheimer Raum mit einer edlen Fantasie und der Raum sieht aus wie ein Herz. Also, ein bisschen. Tschüss. Ja. Ich weiß gar nicht, was hier für Gegner waren. Auch nicht schlecht. Ein Wecker. Aha, was haben wir hier oben? Nichts Geheimes. So, große Kiste mit Schockmiezen. Okay. Ja, ja. Gut, ich glaube, jetzt gehen wir dort entlang, weil hier waren wir noch nicht. Ja, das sieht auch richtig aus. Hä? Schmiedefriedhof? So, einmal komplett durchdrehen. Küste. Ein Bäcker. Und hier geht's nochmal nach unten. Finde den geheimen Durchgang. Alter, was die... Das... Da braucht man ja 5 Stunden, um den Versteck überhaupt hinzufinden. Ach, da ist schon wieder so eine Suppe. Soll das jetzt irgendwie besonders schwer sein, darüber zu kommen? Ja, ich sag mal nichts. Geistergetöse? Bin ich jetzt irgendwie besonders stark oder so?
So, also nochmal. Oh Gott. So, ein Wasserfass. So, jetzt hier entlang. Hui. So, besiege alle Geister innerhalb von 20 Sekunden. Willst mich verarschen? Wie sollen wir die in 20 Sekunden besiegen, wenn die alle abhauen? Komm, wir sterben. So. Gut, gibt es also keinen Bonus. Ist jetzt nicht ganz so tragisch. So. Gut. Da. Ach Gott. Komm her. Boom. Mit einem Wecker. Ja. Einen Schildkeks. So, jetzt muss ich noch den geheimen Durchgang finden. Hallo. Gut, da bin ich anscheinend richtig. Dann guck ich mal, was da vorne ist. Oh, nur eine große Kiste. Ein Giftechsenrezept. Ach, da ist doch auch einer. So, und noch eine Kiste. Königskugel. Gibt es da noch eine Kiste? Nee. Gut, dann mal weiter. Ah, hier. Okay. Ich glaube, wir haben es gefunden. Aber ich bin mir nicht so sicher. So, kaufen. Gibt es denn was Neues? Nein. Nein. Nö. Nichts, was wir brauchen könnten. Wir haben ein neues Kommando. Sehe ich das richtig? Ach ja, schlafbar. Brauche ich jetzt nicht ganz so dringend. Traumfragmente, Vorrat, Giftechsenrezept, Schockmiezenrezept, edle Fantasie. Aha. Schön. Zack. Gut, Hof der Wunder. Da würde ich mal sagen, in der nächsten Folge machen wir hier weiter. Endlich mal eine Folge, die genau nach 30 Minuten aufhört. Das ist ja momentan hier ein bisschen schwierig, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Ja gut, egal.
Jedenfalls, das war's mit dieser Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten. Ciao.